Moin Leute und willkommen hier in GTA 5. Heute zeige ich euch mal wieder einen kleinen Wallbreach. Ich habe jetzt nur das große, grandiose Glück, dass genau an dieser Location auch hier so eine komische, ja, Bandenkrieg-Scheiße ist. Deswegen lassen wir uns davon nicht groß aufhalten. Ich habe extra ein bisschen Rüstung mir angemacht. Gut, zunächst mal zu der Location. Das Ganze funktioniert eigentlich wirklich relativ simpel. Die Location, das ist genau hier an so einem komischen Sägewerk oder was es darstellen soll. Ich habe echt keine Ahnung. Wenn wir dann hier sind, dann sehen wir, da geht so ein Tunnel nach oben. Jetzt kommt eigentlich der schwierigste Teil. Da hochkommen. Das Ganze ist wirklich, ihr solltet hier nicht im Vollsprint hochrennen, weil wenn ihr hier im Vollsprint hochrennt, dann fliegt er auf der anderen Seite genauso schnell runter, wie ihr hier auch drauflauft. Gut, hier auf dem anderen auch einfach wieder ganz hoch, hier nur vorsichtig. Hier dürft ihr nicht zu schnell springen oder zu weit springen, weil der springt gerne mal ein Stückchen zu weit, dann fliegt er auf der anderen Seite wieder runter. Hier ist auch ein bisschen Feingefühl gefragt, dass er so hier runterrollt und nicht runterfliegt, weil sonst besteht die Gefahr, dass er da komplett runterrutscht. Ja, dann hier stehen einfach hier mit Gefühl am besten, nehmt die Waffe aus der Hand. Also ich habe es ein paar Mal mit Waffe probiert und ein paar Mal ohne. Ohne hat es wirklich öfter und besser funktioniert. Hier einfach mit Gefühl und kleinen Schritten immer rein, so vorsichtig. Es kann sein, dass es mal so aussieht wie bei mir, aber im Normalfall klappt es dann wirklich beim zweiten, dritten Versuch immer. Gut, jetzt hat schon geklappt, jetzt sind wir im Wallbreach drin. Wir sehen, hier rausschießen kann man leider nur in die obere Richtung, der hier zum Beispiel. Das geht hier auf jeden Fall weg mit dem. Randalieren könnt ihr natürlich hier auch, ihr könnt hier vorne auf Straße und alles schießen. Das ist überhaupt gar kein Thema, deswegen bietet sich das sehr gut auch an. Um ein bisschen, ich sag mal, wirklich mit den Bullen oder mit euren Freunden hier rumzutrollen. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Location, wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Nochmal ganz kurz eine kleine Info. Ich mache jetzt unter dieser Woche einige Livestreams auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir ein Follow dalassen. Generell auch zu Links zu Facebook und allem sind mit in der Videobeschreibung. Gut, aber wie hier rauskommt, das habt ihr auch gerade wahrscheinlich schon gesehen. Man kann hier so schön einfach wieder rauslaufen und schon ist man draußen. Das Ganze könnt ihr einfach easy nachmachen. Von meiner Stelle aus war es schon wieder. Probiert es einfach aus, habt Spaß damit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und haut rein.